Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, ich habe unsere Buslinien wieder erneuert. Die sind jetzt wieder ganz modern hier durchführend. Und ihr seht schon, die werden auch ganz schön ordentlich benutzt, außer die blaue zum Beispiel, die hier halt nur in das Gewerbegebiet hier runtergeht. Liegt vielleicht auch daran, dass einfach der Verkehr hier gruselig ist. Teilweise, das ist ja... Oh Gott, ist das gruselig, du. Ah, die können auch alle nicht Auto fahren. Vielleicht sollte ich aber auch einfach hier mal... Ist das eine Bushaltestelle? Aber was passiert denn hier? Eine vierspurige oder eine fünfspurige. Dann machen wir das mal so. Dann gibt es ja rein theoretisch hier noch wenig Ausreden. Dann sollte das sich ja auch langsam anpassen. Ja, da ist der Bus. Busstation. Da habe ich eine Busstation hingestellt. Warum fährt der jetzt nicht weiter? Ah, du machst Stau. Huhu. Ist natürlich problematisch, wenn das jetzt so bleibt, dass die Busse immer nicht weiterfahren anfangen. Das wäre übel. Vor allem hat sich hier schon ein riesiger Stau gesammelt. Ich glaube, mit den drei Spuren sind die jetzt hier auch echt besser dran. Gut, hier unten habe ich mir vorhin was angeschaut. Das war der Kreisel hier, das. Ja, mäßig. Du hast halt immer auf einer Seite so ein kurzes Stäuchchen. Wir sind außerdem mittlerweile eine Großstadt. Wir haben wieder Punkte frei, die wir verwenden können. Und ich bin ehrlich gesagt mal überlegen, was wir nehmen. Die Industrie sammelt und behandelt giftige Abfallprodukte, die bei der industriellen Produktion anfallen. Dadurch wird die Industriegebäude verursachte Bodenverschmutzung verringert. Wäre interessant. Das ist eine Forschungseinrichtung, hebt das Interesse an Bildungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit Universitätsstudenten ihren Abschluss machen. Eine Einrichtung für geologische Forschungen und Feldstudien hilft bei der Suche nach großen unterirdischen Erz- und Ölvorkommen. Okay. Hören sich beide sehr gut an. Sowas wie ein Katastrophenschutz haben wir noch absolut gar nicht interessiert. Er wirkt Aktien- und Ressourcenhändler sowie Finanzberater und Kreditsachbearbeiter. Senkt die Darlehenszinsen und die Preise importierter Ressourcen und erhöht die Exportgewinne. Das ist natürlich spannend. Gefängnisse sind verurteilte Verbrechen untergebracht. Häftlinge produzieren Waren, während sie ihre Strafe verbüßen. Central Intelligence ermittelt gegen schwerkriminelle Aktivitäten und macht Kriminelle mit höchster Effizienz dingfest. Die bloße Existenz dieses Amtes. Eine Utilitätsreise der ganzen Stadt. Boah. Hier hätten wir noch einen Flughafen, der natürlich böse ist. Hier hätten wir Touristenattraktionen und hier könnte man eine Serverfarm schalten. Damit könnte die Netzwerkkapazität erhöhen. Die zwei fände ich zum Beispiel, die zwei würde ich fix nehmen. Aber nur eins der anderen Gebäude leisten, dann würde ich das Radioteleskop fürs erste nehmen. Denn. Ich würde gerne schauen, dass wir die Post ein bisschen verstärken. Und unsere Posterreichbarkeit erhöhen. Dass endlich alle Leute hier Post bekommen. In der Stadt. Weil aktuell ist es ja noch nicht so ganz gegeben, sondern hier. Thank you.
vorne. Hier hin und hier hin. Das sollte allein Ding reichen. An den Hauptstraßen natürlich immer wieder. Dann sollten die langsam alle zufrieden sein. Oh, wait! What? Och, nö! Ach, das war dort nie! Geh raus! Das wollte... Das, nee! Uncool! Ja. Ich sag dazu nichts. Da passt das Radio-Ding ja super hin. Das Teleskop. Große Harode Speicherring. Teilchenbeschleuniger, yo, sicher. What? So, wir haben hier noch eine Serverfarm, die wir aufstellen wollten. Ich weiß auch nicht, warum ich... Die gehört eigentlich hier unten sonst Gelände ran, ne? Serverfarm. Glasfaserkabelanschluss muss sein. Und was bist du für ein Server-Upgrade? Ja, hol mal die neuesten Ryzen Threadrippers. Dann sollte das schon vorangehen wieder. Warum wollen die eigentlich so viel Businesses? Warum ist die Gewinnfrage so riesig? Wenn es immer wieder die Info gibt, ey, wir haben nicht genug Kunden. Das verstehe ich bis heute nicht. Hier, da beschweren sie sich auch. Wir haben nicht genug Kunden. Mangel an Arbeit. Nee, Mangel an Arbeitskräften. Mit hoher Qualifikation. Ja, vielleicht werden sich ja mal Leute hier oben bewerben. Für was haben wir denn die gebaut? Wir haben 500 in Ausbildung. Oben voll. Es ist typisch. Sollen wir mal hier den Schulabschluss noch überall hinsetzen? Vielleicht nochmal eine Schule, eine Grundschule. Wie schaut es mit der aus? Auch voll, okay. Kriegt das Gebiet hier unten von so einer Schule geschenkt. So. Noch eine Schule. Das sollte doch helfen. Durch. 7000 in der Schule. Hier oben haben wir auch eine Schule. Wir hätten auch eine medizinische Universität noch. Die könnte ich auch noch irgendwo platzieren. Wollte ich die nicht eigentlich sogar hier drüben platzieren? Gut. Taxis haben wir trotzdem, also die rumfahren. Ich bin mir überlegen, ob ich hier eine Zuganbindung daran mache und dann noch eine Schiene, die sozusagen nur hier reinfährt. Was wir vielleicht auch davon machen, Postamt in jedem Gebiet machen. Hier zum Beispiel kommt ein Postamt hin. Und dann hier unten auch an dem Bahnhof. Und Bahnhof passen die immer nicht ganz gut hin eigentlich. Da freut es mich, wenn ein Postamt in der Nähe ist. Auch ein Postamt direkt an der Hauptstraße irgendwo ein bisschen. So. Ein paar finden es uncool, der Rest findet es toll. Und dann brauchen wir eine Post-Sortierstation. Und die finde ich eigentlich... Eigentlich müssten wir die hier unten irgendwie hinsetzen. Eigentlich müsste die hier unten...
sodass wenn sozusagen die Post nach außen muss, dann wird die hier unten direkt zitiert. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly angry. Ich würde mal hier sagen, bei der Straße. My dear Professor Hornbuckle. Schalten wir mal die Ampeln aus. Whereas I make no apology for my erudite. Dann sollte das Ganze ein bisschen besser laufen. That I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form. Automatische Zitierung natürlich. From a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor. Okay, so viel sollte man in die lagerte Post, ne? Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear holy shit, that speaks hoch to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, gelagerte Post hat er zum Beispiel gar nicht viel. No need to wallow in sediment. Leave that to those poets, chaps, eh? Ich bin gespannt, was die Postämter vor uns zu tun haben. Der ist ganz gut ausgelagert. Wir haben hier vor. We're live, and we're getting reports about a traffic accident. Oh, das sind alle. In the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait. Müssten die anderen Postautos auch kommen? If you're in it, you you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, if you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. Yes, die holen jetzt alle schön die Post ab. And if you can plan your trip outside. Ist natürlich jetzt die Initialisierung. Aber in der Stadt gleich können wir immer mehr Postautos haben. Schnell sind sie auch überall unterwegs. Sind hier auch gut hintereinander unterwegs. Hier oben sind sie auch gut dabei. Da stehen sie noch am Kreisel. Dieser Kreisel, habe ich den wieder vergessen? Dieser Kreisel soll nur außen führen, bitte. Oder hatte ich gesagt, alles rein damit nicht auf einmal unser ganzer Transportverkehr nach da drauf läuft? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall ist es keine öffentliche Ausfahrtsstraße, Mensch. Mal schauen, was da in dieser Stadt entsteht. Ist ja nicht lustig. Und irgendwie laufen auch die ganzen Leute überall auf dem Kreisel rum. Da eher schlau, den Kreisel wegzunehmen und zu schauen, dass man den Verkehr lokal laufen lässt. Dass der hier geht. Schauen wir mal, das könnte vielleicht besser sein in dem Fall. Wie viel Fahrzeuge? Ich sollte es gleich einfach hier abschließen. Fertig, warte mal, das machen wir jetzt auch. Weg mit den Outgoing Streets.
Schlitz. So, was ist das so? Ist oben auch wieder dicht, dann kommt hier keine Fahrzeuge mehr fürs erste rein. Bleibt das eine Lokalanlage. So geht es unserer Server, unserer Postsortieranlage unten. Ja, wie es ausschaut. Hier unten scheint es ja auch jetzt gut hin und her zu gehen. Kriegt der jetzt Ware oder wie ist sie? Einfach ein großes, mit hoher Qualität verbundenes Fachkräfteproblem. Jetzt haben wir doch schon Busse nach hier draußen noch extra gebaut. Also eine Linie müsste ich hier... Oh, die habe ich vergessen. Ich habe eine der wichtigsten Routen vergessen. Ich habe eine wichtige Route vergessen, du. Das gibt's ja gar nicht. Oh, shit. So, da. Jetzt einmal hier vor der Kreuzung und einmal hier. So, und hier vorne auch nochmal. Oh Gott, ich habe die zweite Buslinie vergessen. Okay. An derselben Stelle trotzdem nochmal stehen bleiben, der Ganze. Ja, dann geht natürlich keiner raus. Gut. Nächste Linie fertig. Das wird die weiße Linie. Schauen wir mal. 6 Linien haben wir aktuell. Touristen werden 200 verfahren und 13.000 Bürger pro Monat. Mit einem Zug haben wir 8.000. Gesamtbedarf bei 24.000. Fracht. Und mit LKWs 7.000. Mit Schiffen 11.000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt kommen die ersten Busse der weißen Linie und ich hoffe, dass die auch attraktiv sind. Da fahren schon die ersten Leute mit. Bedeutet, das Interesse existiert schon. Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überbevölkerung am weißen Bahnhof. Wie viele Busse sind jetzt auf der weißen Linie? 9? What? Warum sind auf der weißen Linie 9? Wir folgen mal den ersten. Ein Hund ist schon mal dabei. Okay. Du siehst die Linie, das ist nicht gut aufgeteilt. Jetzt sind fast wieder alle ausgestiegen, okay. Warum hat er 9 Busse zugeteilt? Guck mal, hier ist der erste Bus, ne? 22 hat er drin, okay. Das ist schon mal, jetzt ist er wieder leer. Da, wo es eigentlich am wichtigsten und spannendsten ist, ist er wieder... Bumm leer.
Vielleicht sollte man auch überlegen, die Straßen, wo Busse fahren, eine Buslinie einzufügen, damit der Bus auch wieder privilegiert sozusagen durch die Stadt durchfahren kann. Und dadurch sozusagen auch so ein bisschen anzuregen daran, dass einfach Busse attraktiver sind. Jetzt hat er gar nicht da gehalten. What? Hier hält jetzt einer. Hier sind drei ausgestiegen. Aber die laufen nicht zu der Uni. Yes! Schon mal Hauptziel erreicht. Uni wurde schon angehalten. Hier wurde auch schon jetzt angehalten. Da geht auch jemand zu Uni. Super. Wichtig ist ja, dass Mitarbeiter, dass die Leute zu Uni gehen anfangen. Weil das ist der einzige Grund. 500, okay. Ja. Das ist der Hauptgrund eigentlich, dass diese Uni, dass die Unis einfach die Leute hier ran bekommen. Und dafür ist die weiße Linie da. Die hat jetzt bis jetzt ja, 60 Leute. Also noch nicht ansatzweise ausgelastet. Die sind ausgelastet. Und wie? Schauen wir mal uns die grüne Linie an. Davon wie viele Busse nur? Wir erhöhen mal auf 7. Dann sollten wir hoffentlich unter die Kapazität fallen. 7 Bus. Der ist auch wieder. Wir erhöhen auf Ding. Dich erhöhen wir auch mal. Auf 4. Unsere Stadt hat einen tragischen Vorfall gehabt und deswegen fehlen jetzt einige Sachen. Aber wenn wir mal unter Busse schauen, gibt es ja diese... Gibt es nicht Busspurenstraßen auch? Straßen mit Busspuren und so Zeugs? Hä? Ich dachte, es gibt Straßen mit Busspuren. Oder war das jetzt Models One... Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Ja, supi. Aber ich will ja eigentlich was anderes, du. Frachthafen, normalen Hafen haben wir noch. Wir sind Frachthafen gebaut. Und natürlich hätten wir noch einen Flughafen offen, ne? Ist ein bisschen groß. Damit können wir dann auch noch die Städte umreißen. Aber jetzt werden wir erstmal hier den Schienenverkehr anbinden ans öffentliche Netz noch. Immer auch Himmelhilfe. So, okay. Dann können wir jetzt hier noch eine Route einrichten. Auf Gleis 2. Nach außen führt und wieder zurückkommt. Was zur Hölle passiert hier? Was? Was ist denn doch an diesem Bahnhof falsch? Wo fährt der denn hin? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets. Warum kann der an dem Bahnhof umdrehen? This has been a local public aber nicht bei unserem. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions.
Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Sachen, die ich nicht verstehe. This has been a local public service announcement. Ah, dann sollten wir auf der Straße weg. Truly superfluous. Aber schnell auf den neuen. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Genau, zwei Züge, aber nichts passiert, okay? Local stargazers are in for a real treat tonight, as the aurora borealis is expected to light up. Oh nee, aber sie sind auch schon. That's right, Jim. Don't forget Leute to look auf. Up okay, gut. It promises to be quite a sight. Gut. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the oh, area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while aus. Sipping a fancy local 4 million plus. Or so my wife tells me. That's good for business Transport and macht good minus. For the community. Thanks, Jim. Ja, das ist doch eigentlich auch we'll wurscht. Wenn ich sage, kann ich nicht... Kirschheim. Was gibt's denn dafür... Ich kann weiter überlegen, wie ich meine Gebiete aufteile. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal neu machen. Damit einfach das... Weil Hohenhauen hier oben ist auch irgendwie blöd. Eigentlich müsste das hier oben ein Gebiet werden. Das ein Block, das müsste ein Block sein. Und das machen wir jetzt auch. Alles, was bis zum Fluss hier geht. Bis zur Brücke vor, bis zum Kreisel. Gehört zum Haldendorfer Gebiet. Zu dieser Zuglinie geht. Und wieder hier vor. Gehört zum Vogelkreuzen. Dann, was bis hier vorgeht, an der Zuglinie entlang bis. Gehen wir bis hierhin. Gehört zu Herrn Bruck. Dann alles, was hier vorgeht. Aber da war alles, was im Fluss auch noch drin ist. Bis davor. Gehört zu Wassenwinkel. Und dann haben wir jetzt noch hier das Gebiet, was bis davor zur Brücke geht. Warte mal, das andere mal kurz ausmachen. Gehört zur Birkenkreuz. Jetzt mal in weiter Winkel. Gehört eine Park- und Straßengebühr von $30 erhoben. In Herrenbruck genauso. In Herrenbruck geht genauso eine Parkgebühr. Birkenkreuz genauso. Hier zwei, Haldendorf und Vogelkreuzen brauchen auch dementsprechend Parkgebühren. Gut, ist ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir jetzt neue Bezirke. Die Busse fahren unsere nach da draußen. Ich hoffe auch relativ regelmäßig, wenn wir es anschauen.
Ja, mittlerweile 208 Leute, die damit fahren, ne? Schon nicht schlecht. Das sollte hoffentlich auch hier geholfen haben. Ja, jetzt nicht viel, aber ich hoffe, das wird helfen. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.